Gruß. Ja, in diesem Video geht es um Wille und Verstand. Ich nehme jetzt mal diese beiden Dinge zusammen, weil es hat beides stark mit dem Kopf zu tun. Aber gerne sage ich meine Definition, was ich unter Wille und was ich unter Verstand verstehe. Also unter Wille verstehe ich, dass du, das kommt natürlich vom Kopf aus, dass du in dem Sinne bestrebt bist, an etwas dran zu bleiben, etwas durchzuziehen, standhaft zu sein, ja auch durch eine gewisse Stärke zu zeigen, mit Willen etwas zu erreichen. Da brauchst du ja Ausdauer, da brauchst du Zähheit, da brauchst du in dem Sinne natürlich auch Kraft, ja. Also das verstehe ich unter Wille. So. Verstand, das ist auch etwas typisch Kopfbetontes. Ja, also unter Verstand verstehe ich eine sogenannte männliche Kopfleistung, ein sogenannt männliches Denken, wo es darum geht, die Dinge zu begründen, ja, also die Dinge zum Beispiel, was sichtbar ist, zu belegen, oder der Verstand, also zum Beispiel für das Feinstoffliche, für das Innere, kannst du den Verstand jetzt so gesehen nicht gebrauchen. Aber ich sage jetzt mal, für das alltägliche Leben, um zu überleben, zum Beispiel auch, wenn du Informationen von irgendwo hast, egal wo, es ist doch gut, wenn du einen gesunden Menschenverstand hast, also wenn du dazu stehst, also wenn du die Fähigkeit hast, die Dinge günstig, also Situationen, Dinge günstig einschätzen, einstufen, einteilen, zuordnen zu können, oder? Findest du nicht auch? Ja, also wieso nehme ich gerade das mit dem Willen und das auch mit dem Verstand? Also besonders was den Verstand anbelangt, das wird oft so ein bisschen verteufelt, dass in gewissen Kreisen, gerade in spirituellen, geistigen Kreisen manchmal, so in Lichtarbeiterkreisen, ja, Verstand schlecht, Wille schlecht, ja, also verstehst du, also du kannst mir gerne deine Meinung runterschreiben, also es hat genug Platz zum Schreiben, mir gefällt das sowieso, also gebe deine Meinung kund, dass du darunter verstehst oder wie du das siehst, also du darfst, selbstverständlich darfst du eine andere Meinung haben. Ich sage immer wieder, ob ich jetzt von mir selber spreche oder ob ich von wir spreche, also wenn ich wir spreche, meine ich natürlich auch eben die Mithilfe geistige Welt und so, aber ja, es ist natürlich immer einfach ein Ansatz, auch jetzt, das was ich jetzt denke, das, oder das was ich im Bewusstsein habe, ein stimmiger Ansatz von mir, es muss nicht die alleinige gültige Wahrheit, es muss nicht die alleingültige Wahrheit sein, es muss auch nicht übrigens die Wahrheit sein an sich, aber ich bin überzeugt davon, dass das gut ist, einen sogenannten gesunden Willen und einen sogenannten gesunden Verstand zu pflegen, weil sonst, also auch wieder meiner Meinung nach, die Tendenz bestehen kann, dass du wie ein steuerloses Schiff in dem Sinne hin und her geworfen bist, keine eigene Meinung hast, in dem Sinne irgendwie untergeordnet bist, nichts bewegen kannst, im Prinzip alles dem Zufall überlässt. Weißt du, ich bin ja auch, ich habe ja auch kürzlich darüber gesprochen, ich bin schon auch dafür, so je nach Situation, spontan, kindlich, unbeschwert, spielerisch zu entscheiden, zu handeln, auch nicht alles fest zu planen, festzulegen. Aber das muss ich ja gar nicht widersprechen. Aber für gewisse Situationen finde ich es eben gut, wenn man da diese beiden wichtigen Komponente, also sowohl Wille wie auch Verstand, einsetzen kann, damit man nicht einfach völlig ausgeliefert ist oder schwach oder untergeordnet oder nicht eben unselbstständig, habe ich glaube gerade gesagt, du verstehst, was ich meine, oder eben ja, ständig irgendwo ein nicht sicher zu sein, ein Hin und Her zu haben und so weiter und so fort. Oder eben, was den Willen,
ja genau, was den Willen angeht, in dem Sinne nichts leisten kannst. Ich meine, ich habe, ja, ich im letzten Vorlesen oder Vorvorlesen Video, ich weiß nicht, wenn du eine gewisse Sache erreichen möchtest, dann ist es gut, dann ist es sehr gut, wenn du dich mit dem Willen anfreunden kannst, wenn du Willen abrufen kannst, also wenn du mit Willen tätig sein kannst, dann kommst du auch zu was. Und dann kann es eben wieder, ich sage auch, selbstverständlich, dann kann es wieder in anderen Situationen wichtig sein, einfach zu sein, aufzunehmen, anzunehmen, spontan zu agieren, reagieren, eben, ja, man kann ja sagen, typisch weibliche Eigenschaften dann zu pflegen. Also Wille und Verstand, das ist etwas typisch Männliches, gell? Männliche Ausdruckseigenschaften. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einige nützliche Impulse geben. Und ja, schreib doch auf, wenn du dazu was sagen möchtest. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.